Rathaus 5, kurz vor Legend League. Ja, das habe ich jetzt euch schon irgendwann mal gesagt, glaube ich, denn der Waska Town Hall 5 war ja mal kurz davor mit 4874 Pokalen. Und wenn man sich die Rangliste mal anguckt, der, also sagen wir mal so die All-Time-Rekordliste, dann sieht man, dass er da die Nummer 1 ist mit 4874, gefolgt von Builder Town Hall 5 mit 4840. Aber bis heute hat es kein einziges Rathaus 5 geschafft, in Legend zu kommen, weswegen ich mir die Frage stelle: Ist das wirklich unmöglich? Kann man das nicht schaffen? Wir gucken aber gleich auf jemanden, der das vielleicht schaffen könnte. Wir werden gleich drauf gucken. Eigentlich eine ganz coole Base, die er jetzt hier hat, mit auch relativ vielen Geschenken, die da noch rumliegen. Aber er scheint auch nicht mehr aktiv zu spielen. Deswegen, ja, ein bisschen schade. Wir gucken mal ganz kurz noch auf den zweiten drauf. Wir gucken mal ganz kurz noch auf den zweiten in der Liste. Warte. Community, Spieler suchen. Also, der zweite in der Liste, ich hatte es ja gesagt, Builder Town Hall 5. Das ist eine 8. CLJCP. Okay. Und wir sehen das. Er ist noch verhältnismäßig hoch für Rathaus 5. Also eigentlich sogar noch sehr hoch. In Champion 2 allerdings. Ja. Auch eine schöne Base. Die Weihnachtsszenerie hat er jetzt hier aktiv. Allerdings natürlich weit weg von seinem Top-Ergebnis. Und jetzt gucken wir drauf. Wer kann es denn schaffen? Wer kann es schaffen? Wer kann denn tatsächlich das erreichen? Also ganz kurz zum Vergleich. Die Saison endet erst in 24 Tagen, 19 Stunden. So. Und jetzt gucken wir mal. Warte. Jetzt gucken wir mal drauf. Was mache ich denn hier? Also Clans. Der Clan heißt nämlich Clanero. Und es ist ein deutscher Clan. Ja, das hat nämlich meine Aufmerksamkeit geweckt. Falls das jemand von euch guckt von diesem Clan, schreibt doch mal gerne was in die Kommentare. Ich habe halt keine Ahnung, ob das jemals jemand aus diesem Clan hier sehen wird. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall da drin. Wir sehen ja ganz eindeutig, First Guy Getting 60 ist derjenige, ja, um den es jetzt hier erstmal geht. 4111. 4111 Pokale. Damit ist er mehr als 100 Pokale vorne. Der zweite hat nämlich 4010. Und er hat 4111. Allerdings, also ich glaube, ich weiß nicht, ob er aktuell spielt. Er hat aktuell 0 gewonnene Angriffe. Bestes Ergebnis 4306. Ich weiß auch nicht, er müsste Deutscher sein. Zumindest laut Clash of Stats ist er Deutscher. Die Frage ist jetzt, ob er es weiter probiert, ob er weiter versucht hochzugehen. Ich weiß natürlich, das ist ein mega aufwendiges Unterfangen. Ich habe da selber auch absolut keine Ahnung von, weil ich das im Endeffekt kaum probiert habe, mal zu pushen mit einem Low-Rathaus. Von daher ist es natürlich dann immer leicht, von außen da zu reden und zu sagen, ey, geh doch mal ein bisschen höher oder so. Ich weiß aber, beziehungsweise ich kann es mir vorstellen, dass es einfach ein super schweres, langwieriges, nervenaufreibendes Unterfangen ist, da halt die Pokale zu holen. Und vor allem, man sagt jetzt, okay, der eine war wirklich nah dran. Also 4.800 irgendwas, wie viel waren das? 4.000, wo sehe ich jetzt den Pokalrekord hier schon wieder? Mann. 4.874. 4874, da kann man ja wirklich sagen, okay, der ist jetzt nah dran. Auch, aber das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganzes Stück. Bis du dann wirklich in Legend bist, das ist täuscht. Es sieht nah aus. Und jetzt bei 4111, das ist noch extrem viel Arbeit, die er da vor sich hat. Und die Sache ist natürlich auch, möchtest du dir das antun? Möchtest du dir das antun? Möchtest du wirklich so viel Zeit und, so viel Engagement investieren in dieses Spiel, um das dann zu erreichen? Ich glaube schon, dass die Chance besteht, also zumindest in diese Regionen vorzustoßen, die wir da eben gesehen haben. Also so 4.800, 4.700. Er hat ja auch noch 24 Tage Zeit jetzt, ist jetzt bei 4.111. Aber die Frage ist natürlich auch, möchte man das machen, möchte man das nicht machen? Ich habe keine Ahnung, wenn derjenige das jetzt schauen sollte, dann schreibt doch mal gerne in die Kommentare oder wenn jetzt halt jemand aus dem Clan das sieht, also wenn der First Guy Getting 60 das sehen sollte oder halt jemand vom Clan Clanero, dann sollen sie doch mal bitte in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich finde sowas immer richtig spannend, wenn das jemand versucht und wenn jemand einfach mal, ja, mit solchen extrem niedrigen Rathäusern so hoch kommt, dass
ist auf jeden Fall richtig cool und da habe ich extrem Respekt vor, weil ich das selber halt nicht kann. Ich könnte es probieren, ich bin zu ungeduldig und das würde bei mir nicht klappen und dann würde ich jämmerlich scheitern. Dann würde ich wirklich jämmerlich scheitern. Wo wir jetzt aber nicht scheitern, hoffentlich, ist hier, indem wir uns jetzt noch ein bisschen Loot holen. Wir gucken mal eben nach. Wie viel hat er denn in so einem einzigen Sammler drin? Das kann man dann immer schon mal ganz gut abschätzen. Ja, aber wenn man sich jetzt... Ja, das reicht. 888. 1000 Elex. Ja, das reicht. Das reicht mir. Also, Gebäude habe ich jetzt alle fertig. Jetzt kommen noch die Mauern. Das sind noch 80 Stück, glaube ich. Oder 81. Das ist noch ein ganzes Stückchen. Hier ist natürlich jetzt noch einiges, was jetzt hier in der Mitte rumliegt an Loot. Das ist aber jetzt nicht so schlimm, weil wir das hoffentlich noch kriegen. Ich habe meine Helden jetzt alle wieder am Start. So. Jetzt laufen es mal wieder alle da rein. Ich habe den so ein bisschen, so ein bisschen optimistischer geschmissen jetzt hier. Aber das passt. So, und jetzt freeze ich trotzdem schon mal eben, damit die da schön in dem Gift drin bleiben. Und wir uns noch ein bisschen Loot holen und dann gleich hoffentlich auch noch es schaffen, dass wir auch noch vielleicht das ein oder andere Lager uns schnappen. Ja. Komm, Königin schnappt sich jetzt erstmal den Single Inferno. Königin schnappt sich jetzt erstmal den Drachen, den Elektrodrachen. Sehr schön. Lager 1 haben wir schon mal. Vielleicht, nee, das Rathaus kriege ich, glaube ich, nicht mehr hin. Das Rathaus schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. Das wäre natürlich noch geiler gewesen. Wobei, doch. Das schaffe ich noch. Das Rathaus kriegen wir auf jeden Fall noch. Pass mal auf. Der König läuft. Ja, auf jeden Fall. Da ist noch ein Bohrer, der bringt mir aber nichts mehr. Okay, der ist sogar noch ein Sammler. Ansonsten ist er aber nicht mehr so viel übrig. Ah, wobei, den Sammler hole ich mir doch. Weil ich mir das Lager noch holen möchte. Boah, wie viel wir jetzt hier noch rausgekriegt haben. Die Helden haben jetzt hier gerade so einen Unterschied noch gemacht. Das ist schon krass. Ja, das Lager kriegen wir nicht mehr ganz, aber gleich kriegen wir es noch. So, noch ein paar da drauf. Okay, dann machen wir das hier auch noch. Dann werden wir uns da auch noch das Lager holen. Dann haben wir wirklich alles. Gleich zumindest fast alles geholt. So, da ist bestimmt noch irgendwo eine Bombe vor. Hat er da noch eine Bombe? Nein, hat er nicht. So, zack. Ja, die Königin ist schon stark. Mittlerweile auf Level 88 plus Einhorn. Die haut schon wirklich richtig was raus. Das muss man mal so sagen. Jetzt sind noch 100.000 da an Gold. Arschlecken, das machen wir jetzt nicht mehr. Ich will auch gleich noch auf jeden Fall noch einen machen. Wir können ja noch ein bisschen weiterreden kurz. Dann ist die Folge auch nicht ganz so kurz. Was ist denn euer größter Rekord in Clash of Clans, was die Pokale angeht? Schreibt mir aber dabei, also was ist euer Rekord? Und was ist dann quasi das Rathaus, mit dem ihr das geschafft habt? Also bei mir wäre das jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal hier drauf gehe, 5602 Pokale und ich bin Rathaus 15. Das habe ich aber, glaube ich, mit Rathaus 14 geschafft. Da gab es Rathaus 15 noch nicht oder Rathaus 13 sogar. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist das schon ein bisschen her. Deswegen, ja, das ist schon ein bisschen her. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau. Ich werde bestimmt irgendwann nochmal pushen. Aber jetzt will ich ja erstmal mein Dorf upgraden bzw. erstmal maxen. Wir haben noch 81 Mauern, die wir machen müssen. Gebäude sind jetzt fast alle... fertig. Die sind ja noch, ein paar sind ja noch im Ausbau. Aber der Rest ist auf jeden Fall ja dann schon fertig. Ja, Helden muss ich noch machen. Kann ich jetzt gerade nicht machen wegen der CWL. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Schatzkammer habe ich noch ein bisschen was drin. Kommt jetzt bald hoffentlich nochmal was dazu. Weil wir jetzt den ersten Krieg hoffentlich gewinnen werden. Ich habe drei Sterne geholt. Jawohl. Ich bin aber auch relativ weit unten gelistet. Ne, 11. Platz. Ein 11. Platz gelistet. Naja, gut. Wir werden jetzt mal eben gleich nochmal angreifen. Warten wir immer auf die Truppen, greifen dann nochmal an, kurzer Cut und bis gleich. Okay, ich habe nochmal einen gefunden. Ich habe es ja gestern in der Episode gesagt, also falls ihr die noch nicht geguckt habt, guckt auf jeden Fall mal rein. Der beste Tipp für dein Dorf heißt die Episode, glaube ich. Da kannst du dann sehen, dass die Liga auf jeden Fall einen großen Unterschied macht, dass viele Spieler halt zu hoch sind und deswegen auch sehr viel Loot verschenken. Das ist einfach so. So, da einen drauf und jetzt nochmal, den habe ich versetzt. Den einen habe ich leider verbockt. Moment, da müssen wir ein bisschen nachhelfen. Da muss ich jetzt mal eben ein bisschen nachhelfen. Oh, wobei doch, die gehen da drum. Ja, die gehen jetzt drum rum. Ist aber okay, weil sie jetzt trotzdem noch da drüber hüpfen. Alles gut. So, da noch drauf. Wo ist jetzt noch was? Da ist noch was, da ist noch ein bisschen Gold. Ansonsten, wo ist noch Gold? Da ist noch Gold. Ja, laufen jetzt noch einmal so rum. Ja, nicht immer so ganz so leicht zu sehen. 23.000 Elex noch da, aber das ist egal, darum kümmern wir uns jetzt nicht mehr. Das reicht mir jetzt aus. 7,2 Millionen. Müsste reichen für eine Mauer, wenn ich jetzt die Schatzkammer leere.
Oh, Rai hätte sogar Feuer gereicht. 7,2 sind wir sogar schon angekommen. Ansonsten, oh ja, 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 ja. Klarner, Begleitertrank. Oh. Da können wir mal ordentlich einen Schub reindreschen. Das bringt was. Dann können wir die Begleiter nämlich irgendwann auch mal schön maxen. Sehr gut, aber dann machen wir erstmal die Mauer fertig. Hab ich denn da... Ist da alles fertig? Ja, da ist alles fertig. In der Mitte. Da ist noch ein Stück. Das sieht noch so... Es sind noch so viele Mauern, die ich noch machen muss. Also es ist schon noch ein ganzes Stück Arbeit auf jeden Fall. Aber wir kommen dahin. Ressourcentrank bringt mir jetzt eigentlich auch nichts. Ja, automatischer Schmiedeplatz. Könnte ich jetzt zwar ein bisschen Dunkles wegmachen. Ja, ja komm. Für 32.000. Ja, da habe ich zumindest mal das Lager halbwegs wieder frei. Ja, komm, wir machen das, oder? Komm, wir machen das. 64.000. Was soll's? Habe ich jetzt zumindest mal wieder ein bisschen Platz in meinen Lagern drin. Und ich farme ja sowieso. Das bedeutet, dann kriegen wir zumindest die Saisonbank voll. Die Saisonbank geht ja nicht voll, wenn du das Lager voll hast. Deswegen, ja, ansonsten habe ich die. Kann ich nicht größer machen bisher? Nee. So weit sind wir noch nicht. Buch des Kampfes. Oh, könnte ich auch benutzen. Okay. Was könnte ich denn damit machen dann? Mit 326.000. Oh, die Hawks. Ah, oh, schönes Ding. Auf jeden Fall. Truppen auch noch. Hab ich auch noch vergessen. Die muss ich auch noch machen. Ja, Leute, ihr seht, es gibt noch viel zu tun. Aber wir sind auf jeden Fall dran. Und dann würde ich mal sagen, sind wir am Ende von dieser Episode. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass eine Bewertung da. Abonnier den Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.